Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück, Poly Bridge 2. Am Dienstag heißt es wirklich die Herausforderung, Woche 71. 81. Fängt schon gut an, direkt so blöd eine Zahl zu lesen. Budget 40.000, die habe ich auf jeden Fall richtig gelesen. Wir haben Straßen, Holz, Stahl und drei Seile. Der Wagen A muss zum Checkpoint kommen und dann ins Ziel fahren. Und wir haben keinen Switcher. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall irgendwie hier runter bekommen. Wir müssen hier auf jeden Fall eine Straße hinbekommen, auf der er fahren kann. Wahrscheinlich auch gleich bis hier in die Nähe verbinden. Ich weiß nicht, ob ich es direkt verbinden möchte. Ich glaube, wir lassen das erstmal, weil die Frage sein wird, wie stabilisiere ich das hier? Das Budget ist schwierig. Es ist nämlich nicht gerade groß. Wenn wir hier das Grid ausmachen und hier schon mal direkt so ein bisschen flexibler sind, glaube ich, geht das schon mal. Ich habe vor geraumer Zeit mal ein Level gespielt, das eine Kopie in Anführungszeichen von Level 1.1 war, glaube ich. Wo allerdings das Ziel direkt hinter dem Start war. Das heißt, du musstest ihn rückwärts fahren lassen oder so ähnlich. Und das sieht hier natürlich jetzt mal direkt nach einer ähnlichen Situation aus, weil er muss rückwärts fahren, um diesen Punkt zu bekommen. Da er selbst natürlich Gas gibt, heißt das, ich kann ihn nicht hier runterrutschen lassen. Wenn er hier runterrutschen täte, käme er nicht mehr hoch und dementsprechend wäre das ganze Prinzip wieder unsinnig. Und ich habe also eine Idee, wie ich den Wagen runterfallen lassen kann. Problem ist allerdings eher das Auffangen. Weil das gab es bei dem Workshop-Level nicht, was ich davor mal gespielt habe vor langer Zeit. Relativ langer Zeit. Frage ist erstmal, hält das von sich aus? Ja. Oh! Ich muss dich nicht mal rückwärts fahren lassen, ich muss dich nur aufhalten. Das macht das Ganze hier noch einfacher. Das macht das richtig einfach. Ich dachte, ich müsste da... Ich dachte, das hier wäre massiv, aber dann machen wir hier einfach nur eine Straße hin. Holz ist günstiger als Seil. Dann dürfte es das schon gewesen sein. Oder? Das hält ihn zurück. Hoffentlich lang genug, dass er da unten landet. Ah, du fährst zu weit nach hinten. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall da mehr Straße. Okay. Aber das sieht da sogar mal nach gar keiner so schlechten Start aus. Ich hätte ehrlich gesagt etwas mehr Schwierigkeiten erwartet, als ich das Level gesehen habe. Das war jetzt gerade Unsinn hier. So. Das sieht an sich nicht schlecht aus. Wir sind da noch im Budget. Gucken wir mal. Schade. Aufprall ist zu heftig. Das heißt, wir müssen den Bogen jetzt hier auch so ein bisschen anpassen. Also wir haben ja gesehen am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt, aber Rekord oder günstigster Preis für dieses Level liegt bei 7.300, 7.400, irgendwie sowas. Also ein Viertel meiner Ausgaben. Ist für mich dann eindeutig Dangling Roads, weil das hier natürlich sehr massiv ist. Was sicherlich eigentlich sonst nicht gebraucht werden würde. Ah, da reißt es wieder. Das mag die Straße hier nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob er da hochkommt. Das wüsste ich halt auch gern.
Ja, also mit Dangling Roads käme ich sicherlich auch ins Ziel, wobei ich nie weiß, wie der Winkel aussehen muss, damit es funktioniert. Hier ein bisschen übermassiv. Ich kann hier drüben auf jeden Fall einiges rausnehmen, wenn das Geld knapp werden sollte. Das ist rechts die Straße zuerst gebrochen? Nee, du bist zuerst gebrochen. Also, das Budget sollte nicht zu knapp sein, wenn ich mir das so anschaue. Zumindest rein realistisch gesehen, hoffe ich das. Jetzt geht es halt nur darum, den Druck einigermaßen loszuwerden. Ich könnte natürlich hier wieder trennen. Eventuell von hier links festhalten das Ganze. Dann wäre die Auswirkung nicht bis hier rüber. Das ähnlich wie bei den großen Leveln, wo viele Loopings drin sind. Ich glaube, das ist da links zuerst gebrochen, oder? Ja. Eventuell ist es schlauer hier. Nee, das ist nicht unbedingt schlau. Das ist nicht gerissen. Doch, es ist gerissen. Also wir müssen das oben drauf halten. Aber das ist ja auch nicht so blöd. Ich hätte gern, dass ihr hier unten gut landet. Er muss ihn ja im Prinzip auch nur so lange zurückhalten, damit er den Checkpoint erwischt. Darum geht's mir ja. Das sieht, glaube ich, gar nicht mal so blöd aus. Ja. Jawohl. Ich sehe keinen Bruch. Ich glaube, hier drüben, das hält auch. Damit sollte es schon erledigt sein. Er sollte jetzt hier hochkommen, oder? Vielleicht hier doch nochmal auf bessere Straße umsteigen, aber das ist erledigt. Jawohl. Kein Problem, diese Challenge. 97,1%. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal hier so ein bisschen sparen, weil er halt relativ zielgenau hier drauf landet. Brauche ich das da nicht. Dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen sparen. Ich denke, weil er gut abgelegt wird, brauchen wir auch hier nicht so viele von den teuren Straßen. Dich brauche ich wahrscheinlich auch nicht. So, ein Problem wird hier drüben sein. Da können wir definitiv ein bisschen was wegnehmen. Ja, dich eventuell nicht. Ich glaube, dich würde ich sogar da behalten. So, gucken wir mal, ob das auch hält. Hier sieht es knapp aus. Wenn die Übergabe sanft genug ist, hätte es halten können, wollte ich sagen. Ist nicht sanft genug. Ich glaube eher, dass es das Gewicht ist, was hier das Problem macht. Weniger die Übergabe per se, sondern einfach wirklich nur das Gewicht des Autos. Das kann diese Brücke nicht aushalten. Hier ein bisschen höher, damit das hier ein bisschen besserer Arch ist und dementsprechend, also ein besserer Bogen ist. Damit der Stress bitte besser übergeben wird. Dann sollte das hier ein bisschen besser aussehen. Ich kann euch übrigens am Ende, wenn wir hiermit fertig sind, auch wieder ein weiteres Welt 6 Level zeigen, das abgeschlossen wurde. Ich habe mich nämlich an die... Verdammt. Ich habe mich nämlich an die Vergünstigung gemacht, die ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Die ist mir gelungen. Ich habe die restlichen 1000 einsparen können mit viel Hackmeck. Aber es ist dann am Ende doch noch geglückt. Und das kann ich euch dann auch noch zeigen. Wir liegen nämlich sehr gut in der Zeit. Ich will jetzt hier noch eine günstigere Variante hinbekommen. Und dann schauen wir eben mal in die... Ich glaube, er hängt auch relativ weit knapp hier, oder? Also eventuell noch ein bisschen weiter nach links gehen sogar. Ich will noch eine Lösung haben. Dann schauen wir auf die
günstigsten und teuersten Varianten, die es gibt. In den Replays. Jetzt habe ich's. Das hier drüben sollte alles gut sein. Denke ich. Und dann haben wir noch mal ein paar tausend gespart. Wir waren davor in den Top 70%, 72%, glaube ich, waren es. Da sollten wir noch ein bisschen was abgeholt haben. Hier könnte man noch Geld sparen, aber ich bin zufrieden mit dem. Und gucken wir gleich mal. Eventuell geht es sogar ohne hier drüben die... Egal. 61%. Nicht besonders gut. Aber in Ordnung. Ganz kurzer Blick. Budget 8000 von Zen. Ja, Dangling Roads. Und dann hier mit Dingern einfach nur festgehalten, damit es ein bisschen stabiler ist, damit es nicht zu steil ist. Und hier mit einem Seil festgehalten. Der Start ist sonst gleich. Hier haben wir vom Pufax. Aha, der Pufax. 14.000. Tja, Pufax, die Runde geht an dich. Hier rüber festgehalten. Clever. Clever, clever, clever. Teuerste mit 61.000. Kilofki. Das ist cool. Hat halt quasi ein Karussell gebaut. Das ist sehr cool. Hier knapp im Budget 39.000 von Kamakoko. Kamagoko. Okay. Da gucke ich jetzt noch ganz kurz mal hier in die in Welt 6 rein. Die zeige ich euch noch heute. Kürzere Episode. Ist aber nicht schlimm, wenn es auch mal schneller geht. Und fest im Griff war es. Genau. Das hier war es. Da war ich ja knapp bei 130.000, als ich das letzte Mal gezeigt habe, glaube ich. Und ich habe es jetzt runterbrechen können bis auf 99 noch was. Ja, 99,958. Viel günstiger bekomme ich es nicht mehr hin. Mit dem, also das Grundsetting ist das gleiche geblieben. Das war ja im Prinzip so schon geblieben. Ich habe hier ein bisschen gekürzt, damit weniger Hydraulik ist. Hier unten habe ich so eine Stelze rausgenommen. Hier Stahl durch Holz und Holzmuskel ersetzt. Hier Seile reingemacht statt Stahl. Holzmuskel und immer weiter getrimmt, getrimmt, getrimmt. Bis es irgendwann im Budget war und ohne Bruch funktioniert hat. Jetzt fahren die nämlich hier aus. Gleich. Wir lassen es ein bisschen schneller laufen. Da, alles fährt aus. Nachdem das ausgefahren ist, lösen sich hier unten die Füße, damit das Ganze eben hält und die Flugzeuge hier unten durch können. Sonst wäre das Ganze ja einfach gewesen. Dann kommt eben der Laster, fährt da drauf, kommt dann nochmal hoch und schafft das ins Ziel. Das Ding steht ohne Bruch und damit bleiben noch zwei Level übrig. Vom Budget her schlecht, obere 97%. Wir gucken aber mal in die Galerie. Günstigstes für 312, einfach nur Katapult. Ja, Falling Road. Das sind so Sachen, die würde ich niemals hinbekommen. Würde ich auch nicht machen, selbst wenn ich es könnte. Das hier sieht nach der ersten richtigen Lösung aus von Dad. Hier eingeklemmt und dann hier noch ganz leicht mit der Hydraulik nach oben, um ihn den Weg zu ebnen. Wäre ich nie drauf gekommen. Veggie Sticks hat das da eingeklemmt. Und dann hier über Draht oder Kabel und Seilmuskel. Da sieht man hier noch die Verbindungspunkte hier der Muskeln gemacht und übereinander gelegt. Okay. Interessant. Lampy. Hier die Spannung. Das Ganze hebt hoch. Löst. Hält das jetzt hier an diesem Punkt? Ich glaube ja, es hält an diesen beiden Punkten, hält das ganze Teil drauf. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier großer Druck drauf herrscht. Aber er kommt da souverän drüber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kurzer Blick auf die teuersten, wie immer.
First Person vom Masonator. Masonator. Leider erkennt man da nicht viel. Das ist coole Ansicht. Nur leider erkennt man eben nicht, wie die Brücke gebaut wurde. Oder ich erkenne es nicht. Feststeht, er kommt ins Ziel. Ham that noob. Er fährt aus. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool, dass er ausfährt, dadurch dann hier nochmal neu einklingt und dann sich quasi wirklich hochzieht. Chapeau. Also ihr seht, viele Möglichkeiten, wie man hätte machen können. Ich bin immerhin ins Budget gekommen, damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Poly Bridge. Donnerstag mit den Workshop-Leveln, Samstag, Sonntag Déjà-vu-Kampagne und nächste Woche Dienstag die nächste wöchentliche Herausforderung. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.